Willkommen zurück zu Spellforce. Beim letzten Mal haben wir angefangen, eine Zwergenarmee aufzubauen, um gegen die Palastwachen und so Stand zu halten. Ob das klappt? Na, mal gucken. Wir wollen auf jeden Fall mehr davon bauen. Ob das dann wiederum so alles hinhaut, wie ich mir das vorstelle? Ja, das haben wir dahingestellt, ne? Aber ich gebe so erstmal mein Bestes. Ich mache immer hier die ganzen Verteidiger, also die, die halt auch ihr Hämmer schwingen können. Und dann sehen wir weiter, inwiefern das dann alles so wird, wie ich mir das vorstelle. Geht es los? Vorwärts, Zwerge! Scheint auf jeden Fall interessant zu werden, wenn hier alle Seiten ständig angreifen. Muss man mal gucken. Ja, so viel dann dazu. Mit festem Schritt voraus. Mal ein Versuch wert. Vorwärts, Zwerge! Und sie doch noch. Okay. Ist jetzt schlecht. Sofort nur kommen! Wir gehen hier mal zurück. Ich glaube, hier unten im unteren Bereich sind sie jetzt auch schon vorgedrungen. Hier standen nämlich vorher noch welche. Irgendwo. Irgendwo hier standen welche. Oder war es hier? Irgendwo jedenfalls. Und jetzt halt nicht mehr. Ja, nur die Verteidiger an sich haben halt relativ wenig Chance. Aber wenn da gleich mal ein Avatar hinzukommt, dann sieht das schon mal eine Ecke anders aus. So, nichtsdestotrotz brauchen wir halt erstmal das ganze Eis, damit wir diese ganzen Verteidiger halt herstellen können. So, wir machen natürlich auch hier wieder ein bisschen Vorspulen. Damit wir nicht ganz so viel Zeit verdödeln. So. Du schreckst mich nicht! Ich halte sie sind nicht überall! Ja. Gib mir Kraft! Und los! Dann verteidigen wir einfach hier mal unseren Stand, da wo wir sind. Ich will Rache! Ja, das habe ich mir gedacht. Ich gehorche! Auf meinen Befehl! Vorwärts! Hier! So. Wir müssen ja dann auch noch gucken, dass wir halt mehr Einheiten produzieren können, sprich Nahrung. Bereit. Aber alles zu seiner Zeit. Haben sie hier unten auch schon wieder. Nur, dass die anderen sich da irgendwie wacker halten können. Ansonsten haben wir vielleicht ein kleines Problem. Aber mal gucken. Ich setze jetzt mein ganzes Vertrauen in die hammerschwingenden Beppos hier, ne? Alternativ kann man natürlich noch anderes hinzubauen. Aber erstmal sind die für mich so die wichtigsten. Dann wollen wir zusehen, dass wir den einen oder anderen Kommandanten hier von den ganzen Truppen erledigen können. Gib mir dein Leben. Du entkommst mir nicht. Ja, also eine Eisenbohnung glaube ich noch nicht. Und wenn wir jetzt mit der Truppe vorangehen gleich, schon mit den Norden erledigen, wäre das ja schon hilfreich. Sagen wir so, es wäre hilfreich. Halt ein Beppo weniger, eine ganze Kampflinie. Komm, der letzte. So. Besser wird's nicht. Auf mein Kommando. Und los! Also düsen wir mal von hier aus voran. Schnell! Bevor es ätzend werden kann. Zeit zu starten! Mehr mit euch! Achtung! Achtung! Zurück mit euch! So, jetzt mit nicht ganz so schneller Geschwindigkeit. Und los! Etwas langsamer. Vorsicht! Nur kommen!
kommt nur her! Okay. Oh, das war schon einer von denen. Tatsächlich. Das war der Anführer der Nordarmee. Das war ja simpel. Schnell! Okay. Dann gehen wir mal hier hin, machen hier den. Schnell, schnell! Den kleinen Trupp. Was, wieso kommt der? Vorwärts, schnell! Das würde dann mal aufhören. Die Ahnen rufen uns! Sofort! Bringen wir es zu Ende! Zurück mit euch! Oder sowas wie ein letzter Ansturm oder so. Kommt nur her! Feindlicher Angriff! Komm zu! Lass sie nur kommen! Kommt nur her! Okay. Verstärkt die Deckung! Folgt mir! Kommen die denn hier immer her? Und los! Muss mal kurz gucken. Vorwärts! Mir nach! Sofort! Von irgendwoher müssen wir herkommen. Folgt mir! Vorwärts! Nee, keine Ahnung. Sofort! Vielleicht reicht das ja schon, was wir haben, um dann den Golem da zu erledigen. Vorwärts! Und los! Erstmal den Weg dahin finden. Schnell! Schnell! Von hinten überraschen. Folgt mir! Irgendwo hier stand er, genau hier. Für die Rune! Oh, für ihn! Verteidigt euch! Ja, der fällt. Vorsicht! Sie nur kommen! Die Ahnen rufen uns! Die Ahnen rufen uns! Lasst sie nur kommen! Mehr davon! Ich hab Erfahrungspunkte halt. Mir nach! Ariel-Kristall, Finstralmacht, Einfrieren und Sternenklinge. So, so. Müssen wir noch Folgt hier mir. Im Süden irgendwo hin, um dann den dritten Kommandanten zu erledigen. Und los! Ich weiß halt nur nicht, wohin genau. Folgt mir! Muss hier in dem Bereich dann sein. Oh, da kommt noch mal was. Schnell! Oh, Achtung! Kommt euer Aunir! Lasst sie nur kommen! Schnell! Euer letzter Fehler! Mehr davon! Los! Jetzt ist halt auch in Norden nichts mehr gekommen. Ich glaube, das ist tatsächlich dann so der letzte Stoßtrupp pro Reihe. Sofort! Der dann erscheint. Oh, hier ist noch eine Kiste. Guck mal. Gut, dass ich hier nochmal hingehe. Mir nach! Mir nach! Ich jetzt halber auch wieder normale Geschwindigkeit, nicht dass plötzlich wieder eine Cutscene kommt oder so. Folgt mir! Okay. Folgt mir! Und da stehen sie. In Reihe und Glied. Mehr oder weniger. Und los! Für die Rune! In die Schlacht! Die Reihen. Und noch eine Minute. Haltet durch! Für Männer. Die Freiheit! Jo, der ist tot. Für die Freiheit. Freiheit! Letzter Fehler! Für die Freiheit! Was ist ihr eine denkt, Falle? Ihr habt gesiegt! Aber es hat gerade erst begonnen! Spürt nun meine Macht! Eine Macht ist nur Schabernack, Vater. Nein! Das ist unmöglich! Unmöglich! Er hatte es versprochen!
Die Macht! Die Macht der Zirkelmagier! Leichtgläubiger, sieh dich an. Der Maskiert hat einen Narren aus dir gemacht. Nein! Ich bin der Göttliche! Der Göttliche! Aber ich kann doch nicht sterben! Ruh dich aus, Vater. Mutter wartet auf dich. Kaira! Der Kaiser ist tot. Nun habt ihr endlich Zeit, mit der Uru zu sprechen. Und dann ist diese maskierte Schlange an der Reihe. Juhu! Hallo, ich bin's, der Typ. Oh, wir haben sie noch verstehen lassen. Das geht ja so nicht, ne? Nidhalf ist mit uns! Kaste meine Axt! Kann man ja nicht machen. Wie sieht denn das aus? Da sind noch 2-3 Erfahrungspunkte, ja? Haben wir nicht haben. So, jetzt können wir. Die Schlacht um Katai ist geschlagen, Runenkrieger. Ich sehe keine Sturmwolken mehr am Horizont. Generell keine Wolken. Es ist für euch nun Zeit, weiter nach Süden zu gehen. Ihr müsst das Dunkelwehrgebirge überqueren. Okay, und was genau soll mich dann da erwarten? Was erwartet mich dort? Das Land der dunklen Götter. Jenseits der Berge liegt der schwarze Dschungel. Der Ort, an dem Zarach einst die dunklen Völker geschaffen hat. Er ist unsagbar verderbt und böse. Selbst die Wächtergötter meiden diesen Ort, denn sie haben dort keine Macht. Es ist ein verlorenes Land. Ist dort der Unterschlupf von Hokan Ashir, dem Maskierten? Dort liegt der Knochentempel. Er ist das alte Heim Zarachs. Ein Ort, an den selbst die Götter nicht schauen können. Dort werdet ihr Hokan Ashir und den Zirkel finden. Dort hält er auch den Gott gefangen, mit dessen Blut er den Essenztrank braut. Er hat wirklich einen Gott in seiner Gewalt? Ja, einen der Wächter. Dort im Tempel Zarachs hat dieser Gott keine Macht. Dort ist er so verletzbar und schwach wie ein Sterblicher. Und Hokan wird sein Blut so lange rauben, bis all seine Pläne erfüllt sind. Hat er nicht den Zirkel erweckt? Was will er noch? Hokan strebt nach mehr. Die Maske des Belial, die ihm sein Leben wiedergegeben hat, ist auch zu einem Teil von ihm geworden. Durch die Weiten der Sternennacht ruft sie nach ihrem Herrn und Schöpfer, Belial, Meister der Totenbeschwörung, ein Halbgott im Dienste Zarachs. Hokan will sich durch die Maske mit Belials Geist vereinigen. Wenn Hokan wirklich mit Belial verschmilzt, dann wird er als Halbgott an der Spitze der versklavten Zirkelmagier gegen die Welt ziehen. Ja, nichts wird ihn dann noch aufhalten, nicht einmal die Götter. Ihr seid der Einzige, der es jetzt noch verhindern kann. Es ist eure Bestimmung, Sturmbote. Dann sollte ich mich wohl auf den Weg machen. Ihr könnt das Dunkelwehrgebirge am besten überwinden, indem ihr durch eine der alten Wachfestungen zieht. Aber die Untoten haben sie alle in ihrem Griff. Die Tore der Feste, die hier an Katai grenzt, sind verschlossen. Aber es gibt einen Weg, über den ihr trotz allem hineingelangt. Ihr müsst die Uhrwerkhallen durchqueren. Das ist ein altes Zerbitenbauwerk, östlich der Feste. Von dort kommt ihr weiter ins Innere der Wachfeste. Ich gebe euch den Schlüssel für das magische Tor der Zerbiten. Durchquert die Uhrwerkhallen, doch nehmt euch vor den zahllosen Fallen dort in Acht. Wenn ihr die Wachtfeste erreicht habt, öffnet unseren Kriegern das Tor. Wir werden euch beistehen. Aber ihr habt ja nicht so viele Krieger. Runenkrieger, Uru,
Ich sende meinen Geist zu euch. Ich weiß nun endlich, wie der Phönixstein geöffnet werden kann. Meine Vögel berichten von einer Klinge, die nicht von dieser Welt ist, geführt von einem Runenkrieger. Der schwarze Kristall, aus dem sie besteht, kann den Phönixstein brechen. Wo finde ich diesen Krieger und seine Waffe? Er ist ein Gefangener Hokans. Er wird in der Wachfeste im Dunkelwehrgebirge festgehalten. Ihr müsst ihn befreien. Mit ihm gemeinsam müsst ihr dann dem Gott zu Hilfe eilen, den Hokan gefangen hält. Ihr kennt ihn als Darius, doch sein wahrer Name ist Erion der Gerechte. Er wurde aus dem Kreis der Götter ausgestoßen, weil er den Völkern in der Schlacht um Fiara geholfen hat. Hokan hat ihn in seiner sterblichen Form in den Tempel gelockt. Nun nutzt er sein Blut für den Essenztrank. Mensch, ich bitte euch, findet ihn schnell. Darius braucht nun eure Hilfe. Der Geist Belials ergreift durch die Maske von Hokan Besitz. Wenn Hokan ihm seinen Körper als Heimstatt anbietet, dann wird Belial Erions göttliche Seele verschlingen und noch machtvoller werden. Ich bitte euch, Runenkrieger, beeilt euch. Findet die Klinge und rettet Erion. Macht all dem ein Ende. Der Geist der Bäume hat recht. Brecht in die Uhrwerkhallen auf. Die Zeit drängt. Okay. Ja, der Runenkrieger mit der dunklen Klinge ist natürlich halt dann eigentlich die Runenkriegerin, die wir hatten. Schade, dass das dann tatsächlich nicht so übernommen werden konnte. Ja, dass da jetzt quasi unsere andere Runenkriegerin steht oder so. Ich bin gleich wieder kampfbereit, Runenkrieger. Gebt mir nur eine Weile, um auszuruhen. Ihr seid völlig erschöpft. Nein, nein, es geht mir gut. Ich bin gleich wieder bei euch. Ruht euch aus. Immerhin habt ihr eine Schlacht geschlagen und euren eigenen Vater im Zweikampf besiegt. Mein Vater, dieser Hund. Ich war Urias sein Leben schuldig. Was habt ihr nun vor? Ich durchquere die Uhrwerkhallen und versuche von der Südseite her die Wachfeste zu öffnen. Dann werden die Kartei nachkommen. Bleibt hier und ruht. Ihr könnt dann mit den Kartei wieder zu mir stoßen, wenn ihr wollt. Ihr habt recht. Gebt in den Uhrwerkhallen gut auf euch Acht. Wir sehen uns in der Wachfeste. Okay. Sturmbote? Was ist das für eine Wachfeste? Was ist das für eine Wachfeste? Es ist die alte Wacht des Kaiserreiches. Früher wachten dort die besten Soldaten des Reiches über uns. Als damals das alte Imperium der Menschen die dunklen Völker von Xu vertrieb, erkannte der Gott Kaiser, dass er zwar die dunklen, aber niemals den schwarzen Dschungel bezwingen konnte. Er ließ die Wacht bauen, eine Kette aus Festungen entlang des Dunkelwehrgebirges. Und er ließ die Elite seiner Soldaten dort Wache halten, um jedes Unheil, das der schwarze Dschungel ausspeien würde, sofort im Keim zu ersticken. Zuerst begehrten wir Kartei dagegen auf. Aber als der alte Kaiser schwor, uns und alle Völker dieses Landes auf ewig vor den Kreaturen des Dschungels zu schützen, da willigten wir ein. Dieser Schwur hat das Reich viele Generationen lang geschützt. Und selbst wenn Zwist und Krieg herrschte, die Hörner der Wacht riefen uns zusammen. Hasim, Kartei oder Kaiserlicher. Und wir boten gemeinsam den Schrecken des Dschungels die Stirn. Doch das sind heute nur noch Erinnerungen. Die Wacht ist verfallen. Keiner späht mehr an den Mauern. Das Reich ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Ja, liegt daran, dass es jetzt ein anderer Kaiser war, ne? Sonst wäre es vielleicht aufrechterhalten worden. Was sind das für Uhrwerkhallen? Was sind die Uhrwerkhallen für ein Ort? Sie sind ein Bauwerk der Zerbiten, eines alten Zaubererordens. Als die Wacht noch bemannt war, studierten dort die Zerbiten die Geheimnisse des schwarzen Dschungels. Sie lernten viel über die schwarze Magie, die den Dschungel durchdringt. Aber ein Verräter aus ihrer Mitte trachtete danach, das Wissen der Zerbiten als Waffe zu gebrauchen. Sie kämpften gegen ihn, aber sie sahen,
dass sie seinem teuflischen Geist nicht gewachsen waren. Also brachten sie überall in ihren Festungen Fallen an, in der Hoffnung, dass sie so ihre Geheimnisse vor ihm schützen konnten. Deswegen nennt man diesen Ort die Uhrwerkhallen, denn dort ticken zahllose mechanische Fallen und magische Rätsel warten auf ihr nächstes Opfer. Ui, toll, und dahin Rätsel. Schickt ihr mich? Es muss sein. Nur dort gibt es einen Übergang zu einer Feste der Wacht. Da die Untoten die Tore der Wacht verschlossen haben, ist es der einzige Weg, wie ihr in die Feste und über das Dunkelwehrgebirge gelangen könnt. Okay, wer ist Belial? Wer ist Belial? Er war einst ein Diener Zarachs. Keiner weiß mehr, ob er einem der alten Völker angehörte oder ob er eine Schöpfung Zarachs war. Man sagt, er ging Zarach bei der Erschaffung der dunklen Völker zur Hand, ja sogar, dass er der Foltermeister war, der ihre Körper verformte, während Zarach ihre Qual zu Hass schmiedete. Aber Belial fand keinen Gefallen an den Dunklen. Er wollte seine eigenen Puppen haben, und so begann er damit, Tote mit Magie zu beleben. Er schuf sich Puppen aus Fleisch und geknechteten Seelen. Nekromantie. Ja, die Magie der wandelnden Toten war sein Werk, seine Schöpfung. Und die Maske des Belial verkörpert all seine Macht, denn er hat sie selbst geschmiedet. Deshalb war sie für den Nekromanten Hokan Aschir stets der wertvollste Besitz. Er muss sie im Knochentempel gefunden haben, als er damals als junger Zerbit den Dschungel erforscht hat. Sie hat ihn verändert. Und in gewisser Weise ist sie für das Ende der Zerbiten verantwortlich und für alles, was nun geschieht. Denn die Maske trägt den Willen Belials. Auch wenn Hokan glaubt, ihre Macht zu beherrschen, er wird nie wissen, ob er nicht doch nur ein Sendbote Belials ist. Okay, und was wisst ihr über die Dryade? Was wisst ihr über die Dryade? Sie ist der letzte Geist der Bäume von Xu. Einst gab es viele Dryaden hier. Sie waren mit den Urmüttern der Bäume verbunden, den Lebenseiben. Ihre Kraft machte dieses Land zu einem grünen Paradies. Doch die Dryaden sind sorglos. So schwermütig sie auch im Winter sind, so ungestüm und leidenschaftlich sind sie im Frühling. Und so war auch sie. Und als eines Tages ein Gott ihren Hain aufsuchte, da vergaß sie die Regeln der Schöpfung und umgarnte ihn mit ihrer Lebensfreude. Der Gott verfiel ihr. Da wurden die anderen Götter zornig und bestraften sie für den Frevel, den sie mit ihren überirdischen Reizen begangen hatte. Sie verfluchten sie, auf dass sie nie wieder ihren Hain verlassen würde. Ihre Kraft wurde ihr genommen, so dass sie nur noch wenige Bäume um sich erhalten konnte. Die anderen der alten Dryaden trauerten um ihre unglückliche Schwester und überwarfen sich mit den Göttern. Schließlich verließen sie Xu, und der einst schöne Garten verfiel zur Wüste. Heute ist nur noch diese eine der alten Dryaden von Xu am Leben. Doch ihre Macht, die einst einen ganzen Kontinent hat grünen lassen, reicht nur noch bis zur Grenze ihres kleinen Hains. Dies macht sie sehr traurig, und sie hat nie wieder einen anderen Mann in ihren Hain geführt. Ihr Herz erinnert sich wohl immer noch an den Frühling der Welt, den sie an der Seite eines Gottes verlebt hat. Okay. Mehr oder weniger das, was wir halt auch schon kennen von anderen Erzählungen her. So, apropos Dryade, da haben wir auch eigentlich noch den Irrfit, den wir da hinbringen sollen. Und in den Kommentaren habe ich dazu einen Tipp bekommen, den ich ausprobieren könnte. Ich muss nur ganz kurz hier zu einem Seelenfels. Manchmal ist ganz kurz auch ganz lang. Wenn, dass wir dem Irrfit schon begegnet sind, das habe ich so gar nicht richtig wahrgenommen. Bitte warten. Sind ja auch noch Gegner. Sag dann! Auf sie! Weg mit denen! Wir haben keine Daseinsberechtigung mehr.
schon später. Warte. Oh. Warte, da sind auch noch welche. Lasst sie nur kommen. Okay, das waren die. Jetzt auf die. Und der Fang. Haben wir nicht. Lasst sie nur kommen. Lasst sie nur kommen. Euer letzter Fehler. Okay, das war's. So. Einmal zurück nach Imperial Zirkusviertel. Ja, ich möchte da wirklich hin. So, und das hier ist Efrid. Ich bin einfach nur mit der Maus nicht drüber gegangen, deswegen habe ich das nicht erkannt. Und den soll man irgendwie hier befreien können. Ah, hereinspaziert, guter Freund. Da ist aber auch eine Kiste. Die hätte ich theoretisch gerne. Also sonst irgendwie was beim Zaun machen kann ich jetzt so nicht. Na, sieh schon wieder. Also wenn es natürlich trotzdem alle Feindliche sind. Ich überlege gerade, ob es hier noch irgendwie was Interessantes gab. Mit den Zirkusherren hier kann ich nicht so viel machen. Schade. Igor, ja, ich habe ihn ja mal gefunden und dann auch wieder nicht. Ja, Quake müssen wir finden. Das Kolosseum werden wir, glaube ich, nie komplett machen. Okay, gut. Dann können wir auch doch schon wieder weiter im Text. Dann düsen wir dahin, wo wir hin sollen. Ja, warte. So. Wir haben auch fast ein Level-Up. Ist ja der Wahnsinn. So, dann würde ich mal sagen, auf in die Uhr weghalten. Das wird bestimmt super. Total viele tolle magische Rätsel und so. Yay. Yay, Level Up. Hey, so schnell kann es gehen. 40 erreiche ich das nächste, okay. So lasse ich das erstmal. So, hier haben wir einen tollen Monolithen. An diesen Männern hier sind 4 drehbare Zeiger angebracht. Okay. Uru. Im Geiste, ja, aber nicht in Fleisch und Blut. Was ihr seht, ist nur eine Erscheinung. Ich sende euch meinen Geist, um mein Wissen mit euch zu teilen. Diese alten Kammern sind voller tödlicher Fallen. Ihr werdet meine Hilfe brauchen. Ihr dürft nicht versagen, Sturmbote. Okay, was erwartet mich hier? Die Uhrwerkhallen sind eine alte Festung der Zerbiten, die diese vor vielen Jahrhunderten mit tödlichen Fallen gegen den Verräter Hokan geschützt haben. Hokan erschlug ihren Anführer Angtar auf dem Schlachtfeld und ließ die übrigen Zerbiten in ihren gesicherten Festungen grausam verhungern. Ihre Geister sind immer noch hier. Und auch die Fallen,
mit denen sie die Schätze ihres Wissens geschützt haben. Denn Hokan hat nie gewagt, diese Orte zu betreten. Für jede Falle gibt es einen Weg, wie sie überwunden werden kann. Aber bedenkt, dass hier euer Verstand gefragt ist. Die Zerbiten waren sehr erfinderisch im Ersinnen tödlicher Rätsel. Okay, gut. Dann fragen wir dich in der nächsten Folge, wie man das Tor öffnen kann. Bis dahin, viel Spaß auch noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.